Der Bildschirm flimmert, eine utopische Welt, ein Bild, das mich gefangen hält. Purpurblauer Nebel, es dämmert. Vor mir liegen offene Räume, sie werden Fantasien und Träume. Was sehe und was fühle ich? Wo liegt die Stadt? Wo kommt sie her? Die Faszination ist mehrdeutig. Kein Kontext, keine Kontinuität. So ein Bild will ich gestalten. Illusion und Mehrdeutigkeit erhalten. Plötzlich war er da, der Monolith. Wie Gregor Samsa als Insekt. Ein Fremdkörper. Unheimlich. Niemand weiß warum und wer. Fakten werden weggelassen. Das Bild berührt uns nun viel mehr. Lebendige Haut und seidene Falten. Was verbirgt sich, liegt darunter? Es sind fremde Gestalten. Kohlblatt oder seidenes Gewand? Zwei Codes überlagern sich. Zweifel ergreift meinen Verstand. Mehrdeutigkeit entsteht durch mehrere Facetten. Diskontinuität ist ein Bruch in der Bilderzählung. Oder es ist ein anderer Kontext, als man ihn vielleicht erwarten würde. Dazu gehört aber auch das bewusste Ausblenden von Fakten und die Überlagerung widersprüchlicher Codes. Die Bildrezeption liegt dazwischen. Elemente sind Nutzer, Content und Technologie. Was weiß der Nutzer? Welche Rolle spielt er? Wie nimmt er oder sie wahr? Der Inhalt hat eine Syntax, einen Aufbau und eine Bedeutung, seine Ästhetik auf ein Genre ausgerichtet. Der Betrachter kennt nicht alle Details. Wichtig sind seine oder ihre Wahrnehmung, Assoziationen, Kenntnisse und Skills. Ein gelungenes mehrdeutiges Bild ermöglicht viele unterschiedliche Aspekte. Es bleibt offen für den Zufall und unvorhersehbare, emergente Prozesse. Erinnern ist eine fantasievolle Rekonstruktion. We shall not cease from exploration. At the end of all our exploring, we'll be to arrive where we started and know the place for the first time. Das alles war sehr süß und schmeichlerisch, nun im Dunkel zu denken, leise schon verworren mit Bildern aus Träumen, und beinahe war es schon Schlaf. Da war ihm, als ob plötzlich die Türe ginge und leise etwas käme. Er glaubte sich nicht recht, war auch schon zu Schlaf befangen, um die Augen aufzutun.
The passage ran down a cool vista of blue and purple, and ended remotely in a railed space like a balcony, brightly lit and projecting into a space of haze, a space like the interior of some gigantic building, beyond and remote were vast and vague architectural forms. I don't like captions. I prefer people to look at my pictures and invent their own stories.